Die absolut geilste Taschenlampe, die ich hier jemals im Test hatte. Guckt euch mal an. Guckt euch das mal an. Und das ist schon hell draußen, ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen, ne? Das ist schon hell. Guckt mal auf die andere Straßenseite rüber. Seht ihr das? Ein Atomlumenwerfer. Die Olight M2 R Pro Warrior. Die sogar bei Tageslicht noch wahnsinnig hell ist. Und genau sowas checken wir jetzt nach dem Intro. Ab geht's. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Programmer vom Videocheck. Herzlich willkommen auf meinem schwimmenden YouTube-Studio. Und das Ding ist wirklich geil. Das hier ist eine Taschenlampe, die 1800 echte Lumen liefert. Also wo es nicht nur auf den Karton draufsteht. Da sind nicht irgendwelche Aldi-Batterien drin. 5000 mAh Akku. Genau das Richtige hier für mein Schiff. Schon die Verpackung hier, das ist hier. Zack, mit Magnet. Das ist alles richtig hochwertig. Schauen wir mal ganz kurz das Zubehör hier mit an, was mit dabei ist. Da haben wir unser Ladegerät, richtig schön blau eloxiert, nennt man das, glaube ich. Und wir haben einen magnetischen Ladeanschluss. Wie bei der Apple Watch wird das Ganze von hinten quasi draufgeklippt. Zack. Am besten zeige ich euch das mal ganz kurz. Allein schon die Tasche. Hier wurde wirklich daran gedacht, dass Wasser auch ablaufen kann. Aber keine Sorge, IPX8 Standard. Das heißt, wir können auch beruhigt mit im Schwimmbad tauchen, wenn das Licht mal ausfällt oder so. Also richtig geile Geschichte. Und das Ladekabel, zack, das kommt hier hinten so ran. Es gibt auch Halter von Olight. Da kann man das Ganze zum Beispiel, zack, hier an die Wand machen. Die Taschenlampe da unterhängen. Ist halt dann praktisch, weil man das Ganze dann immer griffbereit hat. Und die Taschenlampe ist dann immer geladen. Und das Coole ist, passt mal auf, wir machen mal Stromlauf. Gucken wir das Ganze einfach mal ein. Zack. Und klippen hier unsere Ladestation drauf. Schalten wir unseren Strom an, sehen wir auf jeden Fall, dass wir hier eine grüne Bestätigung haben. Oben auf der Lampe ist unser Kontakt. Und dann sehen wir auch den Ladezustand. Die Taschenlampe ist jetzt voll. Ansonsten würde er gelb anzeigen, beziehungsweise rot. Und ist das Ganze voll, wird es grün. Wer grün nicht mag, aus irgendwelchen Gründen, da gibt es natürlich auch andere Farben. Aber glaubt mir, wenn ihr damit jemanden ins Gesicht leuchtet, sieht der die Farbe eh nicht mehr. Wir können die ganze Lampe hier vorne standardmäßig einschalten. Auch hier haben wir eine Akkuzustandsanzeige. In unserem Fall wird dann hier ein grünes Licht angezeigt für einen vollen Akku. Und wandert das runter, prozentual verändert sich natürlich auch die Farbe. Die Taschenlampe ist rund. Hier vorne haben wir eckige Einkerbung, die auf jeden Fall verhindert, dass unsere schöne, teure Taschenlampe wegrutscht. Und hier unten ist einmal der Clip, den wir in beide Richtungen benutzen können, so dass wir das auch zum Beispiel an eine Schirmmütze mit ranbauen können. Auf der Rückseite ist nicht nur der Ladekontaktpunkt, sondern wir können die Taschenlampe auch gleich im höchsten Modus ansteuern. Natürlich können wir auch hier vorne ganz normal unsere Taschenlampe steuern und die verschiedenen Modis durchschalten, die verschiedenen Lumenstufen. Und drücken wir mehrfach drauf, dann haben wir natürlich auch den taktischen Stroboblitz. Eine Schlaufe ist auch mit dabei, was ich richtig cool finde. Hier ist bereits eine Nadel mit drin, beziehungsweise so ein kleiner Draht, dass man das viel einfacher durchziehen kann. Zack. Damit man sich da keinen abpopelt. Bei der ersten Betriebnahme müsst ihr natürlich einmal hinten aufschrauben. Hier sehen wir auch die Dichtringe. Das Ganze ist IPX8 wasserdicht, also könnt ihr auch beruhigt mit Unterwasser arbeiten. Und hier sitzt einmal so ein Plättchen drauf. Und das ist der große Akku, der 21700er. Ein 5000 mAh Akku und der hat auf jeden Fall richtig Dampf. Zur Selbstverteidigung kann man die Waffe natürlich benutzen, nicht nur indem man den Gegner blendet. Haut man jemanden das hier gegen den Kopf, dann ist es bestimmt kein schönes Erlebnis. Das schöne Erlebnis kommt jetzt. Wir probieren die Taschenlampe mal draußen aus und dann könnt ihr euch ja selbst eure Meinung bilden. Aber das Ding, glaubt mir, es ist jeden Cent wert. Die hat definitiv richtig, richtig viel Power. Also sogar im Hellen. Ne? Und das schafft, glaube ich, das schaffen nicht viele Taschenlampen, aber sogar im Hellen kann man hier das Ganze noch, ne? Guckt mal da hinten an, den Busch. Also wir brauchen keine Lampe zum Filmen und das ist enorm, oder? Was dieses kleine Ding hier für Power schafft, also nicht ohne Grund bei Jägern, Anglern, Abenteurern, ne, Lost Places, Leuten, so beliebt. Hammerlampe. Hammer, Hammer, Hammerteil. So, wir haben jetzt hier die kleinste Stufe. Ne? Wir drücken vorne drauf, wir haben die kleinste Stufe. Die nächste Stufe schalten wir mal immer weiter hoch. Und schalten wir das Ganze hinten an, also auf diesem Knopf hier.
Schaut euch das an. Schaut euch das an. Das Ding ist richtig Hammer. Hey. Überzeugt? Ich denke mal schon, oder? Habt ihr das gesehen? Das ist geil. Ich meine, ihr kennt das ja immer, der Kumpel kommt, oder hier hast du die Taschenlampe gesehen, ne? Oh, die ist mega hell und ne? Das ist eine Taschenlampe. Das ist hell. Den Streuwinkel der Linse können wir nicht verstellen, ist aber auch nicht nötig. Wir haben eine TIR-Linse, das heißt schöne, gleichmäßig ausgeleuchtete, also nicht nur so punktuell, wo man den Sensor von der LED sieht, sondern richtig weit ausgeleuchtet auf 300 Meter. Und das Ding macht wirklich Power. Also Angler, Jäger, Geocacher, Lost Placeler und so weiter schwören auf das Ding. Und das nicht nur, weil es wasserdicht ist, sondern weil es eben auch hell ist. Ne? Wie lange hält der Akku? Und zwar 50 Tage in der kleinsten Stufe. Das ist dann zwar nur ein Lumen, aber man kann damit sicherlich einige Harry Potter Romane in der Nacht durchlesen. Im Full-Power-Modus sind es 4,5 Minuten, auf 250 Lumen beispielsweise 10 Stunden, 60 Lumen 40 Stunden, 15 Lumen 130 Stunden. Und in meinen Augen ist das schon echt eine Hausnummer. Wer es gerne selber mal testen möchte, ich packe euch die entsprechenden Links unter dem Video in die Infobox mit rein. Ihr könnt natürlich schreiben, was ihr darüber denkt, über diese Taschenlampe. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit eurem Paul Kramer. Guckt nicht ins Licht.